Der 11. März hat sich bei den Japanern ins Gedächtnis gebrannt. An diesem Tag im Jahr 2011 löste ein schweres Erdbeben vor der Küste Japans einen Tsunami aus. Dieser flutete weite Teile der Küstenregion der Provinz Fukushima und führte zur größten Nuklearkatastrophe Japans. In 3 von 6 Reaktorblöcken kam es zu einer Kernschmelze. Mit den Folgen wird das Land noch Jahrzehnte zu kämpfen haben. Immer wieder gibt es Rückschläge bei den Versuchen, die Brennelemente aus den gefluteten Reaktorblöcken zu bergen. TEPCO verspricht sich viel von der Eiswand, die das einsickernde Grundwasser effizient stoppt und einen Anstieg des verseuchten Wassers im Kraftwerk verhindern soll. Doch die 324 Millionen Dollar teure Eiswand der Betreiberfirma TEPCO bringt nicht den erhofften Durchbruch. Seit ihrer Inbetriebnahme im August 2017 sind statt durchschnittlich 132 Tonnen Grundwasser täglich nun durchschnittlich sogar 141 Tonnen Wasser in das AKW eingedrungen. Das Abpumpen, Lagern und Dekontaminieren des radioaktiv verseuchten Wassers ist eine große Herausforderung. Schon jetzt lagern mehr als 1 Million Tonnen verseuchtes Wasser in rund 1000 Tanks auf dem Gelände um das einstige AKW. Die Kontrolle des durchsickernden Grundwassers sollte der Welt zeigen, dass Japan Herr der Lage im endgültig stillzulegenden AKW Fukushima ist. Doch das scheint noch immer nicht der Fall zu sein. Diskussionsstoff birgt auch die mögliche Entsorgung des weitgehend dekontaminierten Wassers in den angrenzenden Pazifik. Denn Anwohner und Fischer der Region fürchten weitere Imageschäden für ihre Produkte, sollte man das Wasser ins Meer pumpen. Egal ob Fisch, Reis oder Fleisch, die Menschen machen einen großen Bogen um Lebensmittel aus der einstigen Kornkammer des Landes, die wohl noch lange Zeit mit ihrem schlechten Ruf zu kämpfen haben wird.